Gerade noch waren sie beim Feschbin in der Kantine, jetzt geht's für die Löwen auch schon auf in ihren Mannschaftsbus in Richtung Kaiserslautern. Gegen den ersten FC Kaiserslautern startet der TSV nämlich in die dritte Liga. Wir haben sehr schnelle Außenbahnspieler, haben sehr gute Stürmer, aggressive Mittelfeldspieler. Also von dem her, glaube ich, kann man Kaiserslautern auch vor Probleme stellen. Wir sind diesmal nicht der Favorit, so wie letztes Jahr eigentlich in jedem Spiel, bis vielleicht auf die Relegation. Und dementsprechend tut uns das vielleicht auch mal ganz gut. Die Mannschaft jedenfalls freut sich auf die dritte Liga, in der mit Kaiserslautern, Karlsruhe, Braunschweig oder Energie Cottbus sich so viele interessante Kultvereine tummeln wie sonst nie. Also Osnabrück zum Beispiel sind auch drei Traditionsvereine. Also ich glaube, dass dritte Liga sehr interessant ist, auch von den Zuschauern her. Auch sind fünf Meister dabei, ehemalige Meister in einer Liga. Ich glaube, die dritte Liga braucht sich vor der zweiten Liga dieses Jahr nicht zu verstecken, auch von der Attraktivität her. Kurz vor knapp ist nun auch noch die Torhüterentscheidung gefallen. Marco Hiller, der Stammkeeper in der Regionalligasaison, wird nicht im Tor stehen. Für ihn kommt Hendrik Bohnmann. Der Henny ist halt, vom Charakter her ist ein Leader, ist organisiert sehr gut bei Flanken, auch gut mit dem Fuß. Und wir haben einfach das Gefühl gehabt, dass Henny ein bisschen stabiler war in der Vorbereitung und das muss man einfach nach dem Leistungsprinzip gehen. Und sind aber sehr nah zusammen, die beiden Torhüter. Und Henny wird jetzt morgen anfangen, Kaiserslautern, und Marco muss ihm einfach Druck machen. Leicht gefallen ist dem Cheftrainer Daniel Birovka die Entscheidung nicht. Zumal er aufgrund seiner Fußballlehrerausbildung beim Training nur partiell anwesend sein konnte. Man bekommt da schon ein Gefühl für die Mannschaft, aber klar, es ist nicht immer optimal, wenn du nicht da bist. Aber ich bin im täglichen Austausch mit Günter Gorenzel. Mir werden Trainingseinheiten geschickt per Video. Ich sehe die Spiele per Video, wenn ich nicht da bin. Bleibt eigentlich nur noch die Frage, wie gut sind die Spieler auf die Hitze vorbereitet, wenn in Kaiserslautern die Sonne wie hier bei 36 Grad runterkracht? Ja, es wird Trinkpausen geben, das ist klar, das ist auch so vorgeschrieben im Regelwerk. Also dass nach 20 oder 32 Minuten wird das Spiel unterbrochen werden. Ansonsten immer wieder schauen, dass wir unsere Spielunterbrechungen, egal ob es jetzt Fouls oder Freischüsse sind, dass wir die nutzen, einfach um kurz was zu trinken, dass wir Getränke außenrum bereitstellen. Also die ganz normalen Abläufe, wenn es so heiß ist, und dass man einfach dann sich einfach auch durchbeißt. Weil es wird die Wand kommen, das wissen die Spieler auch, aber da muss man einfach drüber. Jetzt geht's los für die Löwen in Richtung Kaiserslautern, wo sie ihr erstes Spiel in der dritten Liga austragen. In der können sie übrigens im Gegensatz zur Regionalliga erstmal ganz entspannt als Underdogs auflaufen.